der Provence. Beim Herzog 900 Jahre Familientradition. Die Ziegen der Professorin, der Wein des Anwalts. Das geheime Leben des Traumhändlers. Ein Züchter auf der Suche nach dem perfekten Stier. Die Liebe zur Gefahr und der Traum vom Ruhm. Und in Swiss Made, Le Château d'Estoublon. Das Schloss des Herzogs von Uzès in Uzès, einer kleinen, berühmten Stadt im Süden Frankreichs. Seit dem 11. Jahrhundert residiert an diesem Ort mitten in der Stadt die Fürstenfamilie. Damit ist das Schloss Frankreichs ältester dauernd bewohnter Familiensitz. Ich heiße Jacques de Crussol d'Uzès und bin der 17. Herzog von Uzès. Ich hänge sehr an diesem Haus. Das Haus wie auch die Stadt tragen ja auch meinen Namen. Ich versuche, das Haus so angenehm wie möglich auszugestalten, um es so mit meinen Besuchern teilen und an die kommenden Generationen weitergeben zu können. Dabei muss ich natürlich Rücksicht nehmen darauf, dass sich die Welt verändert. Das hier ist mein Porträt. Es war immer eine Tradition in den herzoglichen Familien, dass man sein Porträt in Öl malen ließ. Ich hoffe, mein Sohn werde sein Porträt in Zukunft seinen Kindern und Besuchern auch einmal zeigen können. Das Haus gehört meiner Familie seit 9 Jahrhunderten, mit 2 kurzen Unterbrechungen, als es während der Französischen Revolution für 30 Jahre in eine Schule verwandelt wurde. Das waren schwierige Momente. Herzog zu sein ist keine Wahl. Es ist oft eher eine Verpflichtung als ein Vorrecht. Sie müssen ihren Vorfahren gerecht werden und das Haus und seine Wurzeln bewahren. Heutzutage bedeutet ein Titel nicht mehr Vorrechte und Vorteile, sondern ist mehr eine interessante Erinnerung an die Geschichte. Zweimal im Jahr lädt der Herzog befreundete und verwandte Familien zu einem langen Wochenende auf sein Schloss ein. Heute findet das große Abendessen statt. Und die Nachfahren einiger der ältesten Adelsgeschlechter Frankreichs und Italiens geben sich ein Stelldichein. Nach dem Fototermin begibt sich die Gesellschaft zum Abendessen. Solche Einladungen geben uns die Gelegenheit, das Haus zu beleben. Schließlich ist dies kein Museum, sondern ein Familienhaus. Dann gibt es mir aber auch die Möglichkeit, mich zu bedanken. Zum Beispiel bei Freunden, die mich bereits während des Jahres zu einer Jagd eingeladen haben. Es ist eine spezielle Jagd. Die hiesige Vegetation legt uns diese Art der Jagd nahe. Besucher aus dem Norden sind meist erstaunt und angenehm überrascht. Nachdem die Meute der Jagdhunde den Jägern vorgestellt wurde, werden die Jäger in das eingezäunte Jagdrevier und zu ihren Hochsitzen gefahren. Jetzt ist erst einmal Warten angesagt. Wir jagen Wildschweine. Bei der dichten und stacheligen Vegetation in der Provence ist es schwierig für die Jäger, sich in die Büsche zu schlagen. Deshalb treiben wir die Wildschweine mit einer Hundemeute. Wir jagen also mehr mit dem Gehör als mit dem Auge. Wir verfolgen, wo die Hunde sind und wohin sie das Wildschwein jagen. Dann quert ein Wildschwein den Feldweg. Das ist die einzige Gelegenheit zum Schuss für die am Wegrand postierten Jäger. Das angeschossene Tier schlägt sich wieder in die Büsche. Jetzt müssen die Jäger und Treiber es erst noch finden. Il
Und wieder knallt ein Schuss. Doch diesmal sind die Hunde schon zur Stelle und weiden sich am erlegten Wildschwein. Ein erfolgreicher Jagdtag in der Provence geht zu Ende. Die Jagdpartie begibt sich zurück ins Schloss. Uzès ist nicht zuletzt wegen seines berühmten Marktes auf der Place des Vosges eine beliebte Destination für Touristen. Unter dem wehenden Banner des Herzogs werden alle möglichen provenzalischen Spezialitäten aus lokaler Produktion feilgeboten. Annie Cristofoli verkauft jeden Samstag ihren biologischen Ziegenkäse in verschiedenen Reifestadien. Auch sie hat sich damit einen Traum erfüllt. Der Ziegenkäse ist typisch für Südfrankreich. Sie haben sicher schon festgestellt, dass unsere Vegetation ziemlich karg ist. Wir haben keine grünen, saftigen Wiesen, auf denen man Kühe weiden lassen kann. Also müssen wir kleine Tiere halten, die gut angepasst sind an die hiesige Vegetation. Les chèvres sont parfaitement adaptées à la garrigue. L'animal, si vous voulez. Das Tier sendet Vibrationen aus. Wenn es einer Ziege schlecht geht, dann weiß ich das schon, bevor ich den Stall auch nur betreten habe. Ich glaube, dass ich dafür gemacht bin. Ich habe studiert und dann 7 Jahre lang an der Universität unterrichtet. Ich habe mich aber nur richtig am Leben gefühlt, wenn ich jeweils am Freitag hierher in mein Elternhaus kam. Mein Vater hat mich jeweils erwartet, damit ich dies und jenes im Zusammenhang mit den Ziegen für ihn erledige. Ich bin einfach dazu bestimmt. Die gesellschaftliche Stellung ist nicht wichtig im Leben. Wichtig ist, dass man sich innerlich gut fühlt. Die Beziehung, die ich zu den Tieren habe, das ist mir gegeben. Also akzeptiere ich es. Ça m'est donné, donc j'accepte. Ferien hat Annie Cristofoli in den letzten Jahrzehnten eigentlich nie gemacht. Eine längere Abwesenheit wäre schon wegen der Ziegenherde gar nicht möglich gewesen. So hat sie die Herstellung ihres Ziegenkäses fortlaufend perfektioniert. Und wer ihn kosten darf, der schmeckt, dass nicht nur ihre Ziegen ein glückliches Leben führen. Eine Dreiviertel-Autostunde von Uzès entfernt liegt Saint-Rémy-de-Provence. Hier wurde Nostradamus geboren und in den Sommermonaten wird das Städtchen zur Spielwiese für die Reichen und Schönen aus der Hauptstadt. Etwas außerhalb von Saint-Rémy-de-Provence lebt Émile Garcin, Frankreichs erfolgreichster Händler exklusiver Immobilien. Selbst versteht er sich aber eher als Vermittler zwischen Haus und Käufer oder eher noch als Händler von Träumen. Für uns ist es entscheidend, dass ein Haus Charakter besitzt, etwas, das träumen lässt. Ein Haus zu finden ist eine emotionale Aufgabe. Alle Häuser, die wir im Angebot haben, weisen etwas auf, das im Leben ihres künftigen Besitzers wichtig sein wird. Ob es ein Gut mit 500 Hektaren ist oder ein Dorfhaus, spielt keine Rolle. Émile Garcin ist nicht, was man sich gemeinhin unter einem Immobilienhändler vorstellt. Unter dem Pseudonym Emilio Rossi betätigt er sich auch als Künstler. Aber eigentlich ist Émile Garcin ein verkappter Mystiker. Es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Welt. Wenn man sich nur in der sichtbaren Welt bewegt, ist das unproblematisch. Alles ist gut. Aber wenn Sie sich auf die unsichtbare Seite des Lebens einlassen, dann werden Sie ziemlich Außergewöhnliches entdecken. Dafür muss man allerdings bereit, aufmerksam und neugierig sein.
Seit 1972 wohnt der Mystiker unter den Immobilienhändlern hier. Traum und Essenz der Provence werden auf dem Gut von Émile Garcin sicht- und erfahrbar. Ce sont des choix d'affinité. Je n'ai pas voulu mettre des choses. Ich suche meine Objekte danach aus, was mir gefällt. Ich wollte nicht einfach die Wände füllen. Alles wuchs langsam und mit der Zeit. Jedes Objekt in diesem Haus ist eine Herzensangelegenheit. Ob ein Künstler einen Text schreibt, eine Musik komponiert oder ein Bild malt, immer muss sein Werk in mir etwas erwecken, was der Künstler erfuhr und was ich noch nicht habe erfahren können. Sein Werk erlaubt es mir also, etwas nachzuvollziehen, was er erfahren konnte. Für mich ist es das, was Kunst ausmacht. À son accès à lui. Pour moi, c'est ça, l'art. Der leidenschaftliche Sammler Garcin ist sein eigener Designer und Innenarchitekt. Es gibt Innenarchitekten und Designer, die viel Talent haben. Aber wenn ein Haus von einem Innenarchitekten ausgestattet wurde, dann wird es auch zum Haus des Innenarchitekten. Dann ist es nicht das Haus des Besitzers. Wenn der Innenarchitekt aber etwas macht, was dem Wesen des Auftraggebers entspricht, dann ist das kein Problem. Wenige Schritte von Émile Garcins Büro in Saint-Rémy-de-Provence befindet sich das Kabinett La Fourcade. Wer bei Garcin sein Traumhaus gefunden hat, kann es sich hier ganz individuell auf seine Bedürfnisse hin adaptieren lassen. Wir haben festgestellt, und es ist unsere Spezialität, dass wir dank unserer Erfahrung und unserer Kenntnisse bestehende Gebäude sozusagen veredeln können. Wir können sogar völlig unbedeutende Gebäude in stilvolle Landhäuser verwandeln. Das ist auch kein Betrug an der Geschichte, denn bereits in der Vergangenheit ist solches geschehen. Leute, die zuerst wenig Geld hatten, haben sich einen Bauernhof gekauft und diesen dann im Verlaufe der Jahrzehnte, nachdem sie zu Geld gekommen waren, zu kleineren Schlössern ausgebaut. Computer werden im Kabinett La Fourcade nur für administrative Arbeiten eingesetzt. Bis heute werden alle Pläne von Hand gezeichnet. Bei La Fourcade huldigt man dem 18. Jahrhundert, sozusagen dem vorrevolutionären Stil. Doch das betrifft natürlich nur das äußere Erscheinungsbild. Wer sich ein Schloss in der Provence leistet, will natürlich nicht auf zeitgemäßen Komfort verzichten. Und das kann dann, wie hier, durchaus zu einer größeren Investition werden. Aus diesem Schloss mit Weingut soll ein Luxushotel werden. Eine Investition, die sich rein betriebswirtschaftlich gesehen wohl nie rechnen wird. Unser Ziel ist es, dass am Schluss niemand mehr sieht, dass wir einmal hier waren. Unsere Auftraggeber geben viel Geld dafür aus, damit ihre Häuser so aussehen, als sei alles eigentlich bereits vor 2 oder 3 Jahrhunderten erbaut worden. Das ist nicht immer einfach, denn oft ist es so, dass man mit zu viel Geld den Charme eines Gebäudes zerstört. Versteckt in einem unzugänglichen Tal hinter Saint-Rémy-de-Provence befindet sich Pierre-Dent. Eines der vielleicht schönsten Landgüter ganz Frankreichs. Das ehemalige Kloster wurde vom Familienunternehmen der La Fourcade von Grund auf renoviert und umgestaltet und dient heute einer italienischen industriellen Familie als Ferien- und Rückzugsort. Ich habe immer von diesem Ort geträumt. Sie können sich vorstellen, wie ich mich gefreut habe, als mir die neuen Besitzer dann vorgeschlagen haben, ihren Garten zu gestalten. Früher gab es an diesem Ort keine Gartenanlage. Dort, wo jetzt das Schwimmbad ist, wurde Gemüse angepflanzt. Und wo die Becken mit den Springbrunnen sind, standen Olivenbäume. Sonst gab es nur den großen Innenhof. Die Aufgabe war es also, einen Garten zu kreieren mit den existierenden Mauern, dem Bächlein, das durch das Grundstück fließt, und den verschiedenen Ebenen, die das Arbeiten hier sehr interessant machen. In einem genauso versteckten Tal, nur wenige Kilometer weiter, geht es nicht um Prestige, sondern ums Glücklichsein.
Ich bin der glücklichste Mensch, seit ich Weinbauer bin. Das Klima und die Schönheit der Landschaften, Van Goghs Landschaften, ziehen natürlich auch viele Touristen und reiche Leute an, die sich hier ihre Landgüter kaufen. Aber es gibt trotzdem noch Bauernhöfe, wo man noch Wein und Olivenöl produziert. Ich war Advokat, spezialisiert auf internationales Recht. Aber der Wein ist ein bisschen wie die Jurisprudenz. Wein bedeutet Komplexität und dauernde Widersprüche. So habe ich hier in der Natur das gefunden, was ich vom Abstrakten von der Rechtskunde her schon kannte. Die Biodynamik ist die am weitesten entwickelte Form des biologischen Weinbaus. Das Ziel ist es, die Erde wieder ins Gleichgewicht zu bringen und die Pflanze so zu nähren, damit sie sich selbst gegen Schädlinge verteidigen kann. Man folgt immer der Natur. Entscheidend, um guten Wein zu produzieren, ist das, was man in Frankreich Terroir nennt, die Gegend und die Beschaffenheit des Bodens. Für einen Genfer ist die Provence natürlich fantastisch. Nur 3 Stunden Zugfahrt bedeuten ein anderes Klima, eine andere Kultur, eine in jeder Beziehung andere Welt. Und wir wurden mit offenen Armen in der Provence empfangen. Wenn man wirklich Weinbauer ist, wie wir es sind, das heißt auch physisch den Traktor fährt, Reben schneidet und vinifiziert, dann ist das eine Tätigkeit, die viel ausgewogener ist, weil man einerseits körperlich arbeitet und andererseits auch intellektuell gefordert ist. Denn der Wein ist eine Gleichung mit mehreren Unbekannten. Es ist wirklich ein wahr gewordener Traum. Biologischen Weinbau zu betreiben, war auch ein wenig die Folge meiner Biografie als 68er. Und es hat sich nach und nach so ergeben, dass ich diesen Traum realisieren konnte. Wer den Hügelzug der Alpi gegen Süden verlässt, landet alsbald in der alten Stadt Arles. Wegen seiner römischen Denkmäler steht Arles auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. Heute ist die Stadt ein beliebtes Touristenziel. Zum Stadtgebiet von Arles gehört auch die Camargue, das große Schwemmlanddelta der Rhone. Große Teile der Camargue stehen unter Naturschutz. Und in den Feuchtgebieten und den flachen Seen des Deltas findet sich eine einzigartige Wasservogelwelt, darunter auch rosa Flamingos. Die Camargue ist undenkbar ohne ihre freilebenden schwarzen Stiere und weißen Pferde. Der Mythos der Camargue. In Sainte-Marie-de-la-Mer ist Wallfahrtstag. Die Kirche ist voll und die Straßen sind leer. Heute feiert die Camargue sich selbst und zelebriert ihre einzigartige Identität als selbsternannte Wiege der Christenheit. Reliquien der heiligen Marien aus Palästina werden aus der Kirche hinaus in einer Prozession zum Strand getragen. Wie bei solchen Anlässen üblich ist das Thema auch, wir sind wir und alle anderen sind anders. Die Legende besagt nämlich, dass die Mutter von Jesus und ihre Gefährtinnen vor über 2000 Jahren als Schiffbrüchige aus Palästina in der Camargue an Land gingen. Laut Legende begann Europas Christianisierung also hier in der Camargue. Nicht unbedingt ein gesichertes historisches Faktum. Hier wird bis heute spürbar, dass die Provence während vieler Jahrhunderte unter besonders grausamen Religionskriegen zu leiden hatte. Genauso untrennbar verbunden mit der provenzalischen Kultur ist der Stierkampf. Und in der Stierkämpferschule von Arles bereiten sich schon 10-Jährige unter dem aufmerksamen Blick von Gérald Radeau auf ihren Traumberuf als sogenannte Raseteur vor. Ich lehre Stierkampf an der Stierkämpferschule in Arles.
Ich war 15 Jahre lang professioneller Raseteur. Seit 1998 kümmere ich mich um die Stierkampfschule. Das hier ist unser Unterrichtsgelände. Wir unterrichten hier die Jüngsten. Ich hoffe, dass ihnen eine große Karriere bevorsteht und dafür gebe ich alles. Schon die Kinder und Jugendlichen sind fasziniert von den Stieren. Es ist die Liebe zum Stier. Das Tier zieht uns an und dann können wir uns nicht mehr davon befreien. Dann gilt es ernst für die schon etwas älteren Schüler. Ein junger Stier mit abgedeckten Hörnern trabt in die Arena. Eine gute Gelegenheit, die zuschauenden Mädchen zu beeindrucken. Für uns ist das wie eine Droge, von der wir nicht mehr loskommen. Man lebt nur noch dafür. Vielleicht ist es das Risiko, denn so ein Stier kann dich jederzeit schwer verletzen. Vielleicht ist es diese Gefahr, die wir suchen. Ein gefährliches Amüsement. Für uns ist es seit 200 Jahren eine Kultur. Viele Leute wollen Stierzucht oder Stierkampf zu ihrem Beruf machen. Es sind glanzvolle Berufe. Man kann sich Ruhm erwerben, wird bekannt und man wird gesehen in den Arenen. Einige schaffen es, andere wiederum scheitern. Deshalb gibt es jedes Jahr mehr Stierzüchter, sogenannte Manadier. Unsere Stiere werden auf ihre Aggressivität hingezüchtet. Deshalb suchen wir jeweils die bösartigsten Stiere aus. Sogar unsere schlechtesten Tiere sind immer noch aggressiv. Die besten sind für uns die alleraggressivsten. Mit denjenigen züchten wir weiter. Mittlerweile haben wir allerdings einen Punkt erreicht, wo unsere Stiere super, super aggressiv sind. Und ich frage mich, wie das weitergehen soll. Die wilden Stiere leben in einer Herde im Freien. Dabei kommt es unter ihnen immer wieder zu Rangkämpfen. Je nach Verfassung der Stiere kann auch das Füttern mit Stroh gefährlich sein. An manchen Tagen springen die Stiere auf den Anhänger und beide Brüder Renault müssen im Auto Schutz suchen. Weil die Tiere so aggressiv sind, hat der Mensch Lust, sich mit ihnen zu messen und seinen Mut unter Beweis zu stellen. Seinen Mut unter Beweis stellen kann man auch beim alljährlich stattfindenden Fête Votive, einem typisch provenzalischen Fest. Während einer ganzen Woche finden Veranstaltungen rund um den Stier und das Pferd statt. Und auch für die Zuschauer sind die Veranstaltungen nicht immer ganz ungefährlich. Wer einmal von einem Stier auf die Hörner genommen wurde, der weiß, dass das wehtut. Stiere tun weh. Es gibt diejenigen, die nicht so schmerzempfindlich sind und einfach weitermachen. Und dann gibt es diejenigen, die daraufhin wieder aufhören. Vor der dramatischen Kulisse der alten Festungsstadt von Aigues-Mortes geht das Fest weiter. Beim Abrivado treiben die Stierzüchter ihre Stiere in eine Arena. Jedermann, der will, kann sich in die Arena begeben und mit dem Stier auf Tuchfühlung gehen.
Dabei kann sich der Stier schon einmal verletzen. Aber auch für die Möchtegern-Stierkämpfer ist das Spektakel nicht ganz ungefährlich. Die meisten Zuschauer kommen aus der näheren Umgebung. Während sich die Veranstaltung hinzieht, wird gerne dem Alkohol zugesprochen. Der Stier kann sich schon einmal selbst verletzen. Getötet wird er in der Camargue aber im Gegensatz zu Spanien nicht. Im Gegenteil. Besonders die aggressiven Stiere können immer wieder vermietet werden und bringen ihren Besitzern viel Geld ein. Deshalb sterben sie meist an Altersschwäche. Zum Abschluss des Tages werden die Stiere von den Guardians, den Cowboys der Camargue, durch das Stadttor in die Gassen von Egmort getrieben. Aber der Stier will nicht immer so, wie es die Menschen wollen. Beim nächsten Mal klappt es schließlich. Wilde Stiere auf den Straßen sind für die Provenzalen übrigens kein Grund, dort nicht mit ihren Kindern zu flanieren. Zu den Courses Camarguaises, den regulären Stierkampfvorführungen, sind allerdings nur lizenzierte Stierkämpfer, sogenannte Raseteurs, zugelassen. Und dies mit gutem Grund. Die Gefahr ist allgegenwärtig. Es sind ja wilde Stiere. Der Stier kann dich mit seinen Hörnern aufspießen. Der Stierkampf beginnt mit einer Würdigung provenzalischen Brauchtums. Frauen in traditioneller arlesianischer Tracht ziehen in die Arena ein. Es folgen Guardians und Manadiers, die Stierzüchter und ihre Viehhirten. Dann ziehen, gladiatorengleich, die Stierkämpfer ein. Heute wird das 25-jährige Jubiläum der Stierzucht Gavallini gefeiert. Bei dieser Musik geht es nicht ganz ohne Tränen. Und erst dann tritt der Hauptdarsteller auf. Ein schöner Stier, der die Arena betritt, ist wie ein Gott. Bei uns ist der Stier wirklich ein Gott, der Gott Mitra. Für uns gibt es einfach nichts Schöneres. Wir stacheln die Stiere vor der Vorstellung nicht auf. Wenn ein Stier in die Arena kommt, wird er aggressiv. Das ist sein Wesen von Geburt an. Es ist ein Instinkt. Diese Stierrasse ist einfach so geboren. Wir stacheln sie nicht zusätzlich auf. Alles geht sehr schnell und ist gefährlich. Mit einem kleinen Metallgreifer müssen die Raseteurs die Kokarden und Quasten, die zuvor an den Hörnern befestigt wurden, abgreifen. Und ihre Prämie erhalten sie nur ausbezahlt, wenn das Horn wieder völlig frei ist. Wenn auch nur ein Faden übrig bleibt, gibt es nichts. Ich bin hier als Tourneur. Das heißt, meine Aufgabe ist es, den Stier so zu platzieren, dass der Raseteur eine optimale Ausgangslage hat. Er kann losrennen, während der Stier noch mich fixiert. Sonst würde der Stier früher losrennen und es wäre noch gefährlicher für den Raseteur. Die Prämien sind nicht hoch. Es geht meist um weniger als 20 Euro.
Aber eigentlich geht es um Mut, Ruhm und Tradition. Das Sprichwort sagt, je mutiger, desto mehr Verletzungen. Eines ist sicher. Die Provence bietet viel Raum für ganz unterschiedliche Träume und Lebensentwürfe. Sie sahen der Traum der Provence. Gleich anschließend in Swissmade, Le Château d'Estoublon. Es ist ein Traum. Morgens fahre ich in Saint-Rémy weg, nehme die Straße nach Les Baux hoch und komme dann auf dieser wunderbaren Straße in Mossan an. Was für ein Glück habe ich, sage ich mir dann. Jeder Tag bringt andere Farben. Die Landschaft sieht nie gleich aus. Wenn ich die Menschen sehe, wie sie in den Städten zur Arbeit pendeln müssen, im Stress und im Stau, nichts davon hier. Es ist herrlich. Das Landgut Château d'Estoublon in den Alpilles wurde 1999 von einer Schweizer Familie erworben. Seither wurde das Gut von seinen neuen Besitzern mit großem Aufwand wiederbelebt. Wir sind 1999 hierher gezogen. Es war Valeries Vater, der uns dazu ermuntert hatte. Weder Valerie noch ich verstanden etwas von der Landwirtschaft. Wir haben also erst eine ganz neue Welt entdeckt. Zu Beginn war alles sehr schwierig. Wir mussten erst lernen, wie die Kultur hier und das Gut funktionieren. Der Betrieb war zudem nicht in gutem Zustand. Wir wussten, dass wir die Geschichte von Estoublon wiederbeleben wollten, was eine große Restrukturierung und umfangreiche Mittel erforderte. Das Château d'Estoublon ist eines der größten landwirtschaftlichen Güter im Hügelzug der Alpi, im Herzen der Provence. Wir produzieren zwischen 50 und 60.000 Flaschen Wein im Jahr. Ein Drittel weiß, zwei Drittel rot. Davon zu träumen, guten Wein zu produzieren und das auch tatsächlich zu tun, ist ein riesiger Unterschied. Einen guten Essig hätten wir schon selbst machen können, nicht aber einen Wein, wie er uns vorschwebte. Also haben wir einen Önologen aus der Region um Hilfe gebeten und langsam mit der Arbeit begonnen. Zuerst haben wir die Reben saniert, dann den Keller eingerichtet, dann haben wir die ganzen Abläufe bei der Vinifizierung neu festgelegt. Das braucht alles seine Zeit. Was Sie heute anstoßen, wird nicht schon morgen messbar sein. Vielleicht wichtiger noch als der Wein ist aber die Produktion von Olivenöl, die eigentliche Spezialität von Estoublon. Die Oliven werden von Hand geerntet. Besonders am Olivenöl von Estoublon ist, dass fünf verschiedene Sorten reine Öle mit ganz unterschiedlichen Charakteristika angeboten werden. Als wir in der Provence ankamen, hat niemand von französischem Olivenöl gesprochen. Olivenöl kam aus Spanien oder Italien. Wir waren einer der ersten französischen Produzenten, die begonnen haben, französisches Olivenöl auch zu propagieren. Wir sind auf alle möglichen Veranstaltungen gereist, um unser Olivenöl aus dem Vallée des Baux anzupreisen. Nur wenige Leute kannten unsere Gegend. Es ist allerdings auch eine kleine Region. Und so produzieren wir beste Qualität, aber in kleinen Quantitäten. On a voulu faire des huiles de qualité en petite quantité, mais de qualité.
Zum Markenzeichen des exklusiven Olivenöls aus der Provence wurde die einer Parfümflasche nachempfundene Verpackung. Wir wollten eine ganz spezielle Verpackung, die auch der Qualität des Produktes entspricht. So sind wir auf diese Flaschen gestoßen, die wir seit kurzem verwenden. Château d'Estoublon steht Besuchern offen. Im schlosseigenen Geschäft können diese Olivenöl, Wein und andere ausgesuchte regionale Spezialitäten kaufen. Alles ist schön präsentiert. Ein Kaufentscheid fällt heute sehr impulsiv, in wenigen Sekundenbruchteilen. Und da muss man dem Konsumenten schon einen optischen Reiz bieten, da er ja unser Produkt, unsere Marke nicht unbedingt schon kennt. Das gelingt am besten, wenn man ein gutes Produkt auch attraktiv verpackt. Château d'Estoublon ist ein typischer Familienbetrieb. Die Reboul helfen überall auf dem Gut mit aus. Es gibt hier noch viel zu tun. Und wir sind noch jung. Wir haben ja erst angefangen, auch wenn wir jetzt seit 10 Jahren hier leben. Wir haben aber Lust, das hier gut zu machen, und das bedeutet noch viel Arbeit. Wir sind erst gerade angekommen. Lassen Sie uns noch etwas Zeit.